Jo Leute, und willkommen mal wieder zu einer neuen Reaction hier auf meinem Reaction-Kanal. Ich hoffe, ihr habt schon abonniert, lasst eine Bewertung da und so weiter. Wäre absolut Ehre, weil dieser Kanal, der ist jetzt gerade eben extrem aktiv und ich möchte jetzt auch so gut es geht Daily Videos da bringen. Wäre absolut wild, wenn ihr da ein Feedback da lasst, würde mich sehr, sehr freuen. Ich mache das Ganze gerade auch offstream, weil da muss ich mich nicht noch auf den Chat konzentrieren, sondern kann mich voll und ganz auf das Video konzentrieren. Dementsprechend ist dann die Reaction auch ein bisschen entspannter wahrscheinlich für die Leute, die sich das hier anschauen und ihr bekommt da direkt meine Meinung mit. Ich denke, das ist der beste Weg für alle. Wenn ich das auch offstream teilweise mache, weil ja, ansonsten lese ich da mal den Chat vor, dann kommt wieder eine Doni rein oder beziehungsweise ein Abo rein und dann hat man wieder einen Sound und ach, ihr wisst schon, was ich meine. Es ist dann einfach wahrscheinlich ein bisschen entspannter, wenn man nur auf das Video eingehen kann. Deswegen werden wir uns jetzt mal anschauen. Aline Bachmann belügt und bedroht wieder krebskranke Person. Lol, schon wieder. Also wie kann man denn das öfter machen, ja? Also das schon einmal zu machen, ist ekelhaft, aber. Schon wieder? Das ist natürlich schon geisteskrank. Ich bin sehr, sehr gespannt, ja. Jo, Freunde der Skandale. Ich habe ja in letzter Zeit schon einige Videos zum Thema Aline Bachmann gemacht und die CPM schmeckt einfach mega gut und die Videos kommen gut an. Außerdem hat sie wieder so viele Skandale am Laufen, dass ich da einfach drüber berichten muss. Denn es ist mal wieder das passiert, was sie schon vor 2 Jahren gemacht hat. Sie hat mal wieder eine krebskranke Person komplett verarscht und Spenden für sie gesammelt, die sie dann nicht weitergegeben hat. Bevor wir aber zum aktuellen Fall kommen, lasst uns noch mal ganz kurz zusammenfassen, was sie damals vor 2 Jahren abgezogen hat, damit man merkt, dass das, was sie jetzt schon wieder gemacht hat, einfach noch 10-mal ekelhafter ist als sowieso schon. Vor 3 Jahren hat Aline Bachmann ein Bild mit Lukas gepostet. Das war ein kleiner Junge, der leider unheilbar an Krebs erkrankt ist und By the way, möchte ich mal noch ganz kurz was sagen zu dem Hintergrund. Grunewald hat da ja jetzt einen neuen Hintergrund. Ich finde, by the way, diese Wandfarbe, ich weiß nicht, ob es Tapete ist oder ich denke mal, es ist Farbe. Ich glaube, die haben es gestrichen. Bin ich mir relativ sicher, sonst wird man vielleicht irgendwas hier sehen. Mega nice. No joke. Es hat eine sehr, sehr geile Atmosphäre. Ja, nee, muss ich sagen, finde ich gut. Ich finde auch gut, dass Mr. Trashpack hier oben ist. Ich habe ja das Buch selber und kann euch einfach nur sagen, es ist eine absolute Ehre, dieses Buch überhaupt zu haben. Ne? Nur um jetzt einfach auch mal was Positives zu sagen und nicht nur über Aline Bachmann und ekelhaftes Verhalten anzuhören. Ne? Also man muss auch manchmal Positivität mit reinbringen. Das ist ganz, ganz wichtig an der Stelle. Ja, das hier ist ekelhaft, ja, das hier ist ekelhaft. Da hat sie einfach ein kleines Kind verarscht und mit diesem Andreas Gabayé-Fall. Für den es halt auch leider keine Chance mehr auf eine Heilung gegeben hat. Sein größtes Treffen war es damals, den Sänger Thomas Gabalier zu treffen und Aline Bachmann hat sich dem Ganzen natürlich angenommen und wollte dem kleinen Jungen diesen Wunsch unbedingt erfüllen. Bei ihr ist es zwar immer so, dass sie halt Ehrenfrau. behauptet, das Ganze zu tun, allerdings hat sie da halt überhaupt nichts organisiert. Bei ihr läuft es halt immer so ab, dass sie halt dieses Foto postet, sich die Reichweite und Lorbeeren einpackt und danach ist ihr das Thema halt wieder komplett egal. Angeblich hatte sie ja ein Treffen organisiert. Aber Thomas Gabaliers Management hat dann irgendwann selber gesagt, dass das halt gar nicht der Fall gewesen ist und sie dann nie zugestimmt haben. Laut Aline ist das Treffen aber nur wegen der Familie zerplatzt, was ja wie gesagt halt einfach nicht stimmt. Nachdem Es ist halt absolut ekelhaft. Ich meine, es ist halt ein krebskrankes Kind, was einen letzten Wunsch hat. Du bist auch noch eigentlich so ehrenvoll und willst dich drum kümmern, was ja auch sehr schön ist. Und dann belügst du einfach die Familie. Also, nur um dich davon zu profilieren, weil du dann sagen kannst, ja, ich wollte einem krebskranken Kind helfen und so. Es ist ekelhaft einfach, wirklich. Diese Person ist einfach nur absolut ekelhaft. Ich habe dafür gar keine Worte, so widerlich wie das ist. Nachdem Aline dann offensichtlich kein Treffen organisiert hat, hat sie die Familie auch nicht einfach in Ruhe gelassen. Nein, sie hat die ganze Zeit weiter draufgehauen. Sie hat privat mega Stress bei denen gemacht, sie bedroht, die ganze Zeit What the angerufen, fuck? Nachrichten geschickt und sonst irgendwas und hat die Familie während der sowieso schon schweren Zeit einfach nicht in Ruhe gelassen. Es gab auch einige Statements von anderen Influencern, die darüber geredet haben, weil die ebenfalls Kontakt mit der Familie von Lukas hatten und die das Ganze bestätigen konnten. Leider. Ihr müsst euch mal überlegen, da ist ein Kind ums Leben gekommen. Also das Kind ist gestorben, ja. Aufgrund der Krankheit. Und diese Person tyrannisiert dann ich weiß nicht, inwiefern das Tyrannisieren ist, aber geht der Familie dann auch auf den Sack, obwohl die Familie wahrscheinlich extrem trauert um den Sohn, der einfach ex in extrem jungen Jahren gestorben ist. Wie kann man so ekelhaft sein? Kann man nicht die Familie wenigstens in Ruhe lassen, wenn man schon so ehrenlos ist und diesen Traum nicht erfüllt, beziehungsweise diesen Wunsch nicht erfüllt? Was okay ist, wenn der Wunsch nicht erfüllt werden kann, aufgrund von Gegebenheiten, was jetzt nicht vorhersehbar ist, ist ja alles gut. Aber hier hat man halt wirklich das Gefühl, es ist bewusst so gemacht worden, nur um sich selbst zu profilieren. Und da ging es gar nicht darum, dass dieses Kind irgendwie einen Wunsch erfüllt bekommt oder so. So kommt das
zumindest von außen her rüber. Leider ist Lukas dieses Jahr an seiner Krebserkrankung gestorben. Und Aline Bachmann hatte in einem Livestream nichts Besseres zu tun, als den Tod des Jungen zu leugnen. Und wenn die jetzt welche schreiben, dass er tot ist, stimmt nicht. Also wenn jetzt jemand rein kommentiert, er ist tot, Lukas lebt. Und das weiß ich. Also wenn hier jemand schreibt, dass er tot ist, das ist krank. Das ist echt das Allerletzte. Ja, einen Toten zu lang. Also er ist nicht tot. Das kann ich jetzt nochmal sagen. Ja, dieses Mal geht es um Aicha. Diese hat seit 2019 eine aggressive Form von Blutkrebs und hat jetzt eine sogenannte GVHD mit dem Schweregrad 4. Das ist so eine Reaktion von Empfänger gegen die Spenderzellen, die sie bekommen hat. Digga, als ob ich das beim ersten Mal geschafft habe, Junge, krank. Derzeit hat sie wirklich unfassbare Schmerzen und bekommt jeden Tag Morphium, da anders die Schmerzen einfach nicht zu lindern sind. Aline Bachmann kam natürlich hier reingesteppt und hat gemerkt, ey, hier kann ich mich wieder gut verkaufen und Spenden sammeln. Aline hat dann angefangen, Spenden für sie zu sammeln. Das Ganze war übrigens nicht mal abgesprochen, also das war quasi eine Überraschung für sie. Und in der ganzen Zeit, wo man da halt spenden konnte, sind tatsächlich auf GoFundMe auch ungefähr 600 Euro zusammengekommen. Ich frage mich halt auch, na gut, viele Leute, die hinterfragen vielleicht auch gar nicht, wer Aline Bachmann ist. Das hat auch schon mal so eine Firma, hat auch schon mal mit Aline Bachmann eine Kooperation begangen oder begonnen und die wussten halt auch nicht, wer Aline Bachmann ist. Also man sollte sich schon mal beschäftigen mit der Person, die diesen Aufruf macht. Einige wissen es da nicht und spenden dann nur Geld hin und es ist halt einfach traurig, weil ich kann mir vorstellen, auch aufgrund des Videos mit belügt und bedroht wieder, dass dieses Geld, na gut, mal schauen, ob es ankommt. Ich bin sehr, sehr gespannt. Anschließend hat Aline halt das gemacht, was sie jedes Mal macht. Sie hat sich jetzt öffentlich gut positioniert, es sind ein paar Spenden zusammengekommen, man kann sie halt einfach ignorieren. Aicha hat versucht, immer wieder Kontakt zu Aline herzustellen, allerdings wurde sie halt einfach komplett geghostet. Irgendwann hat sie dann ein Q&A gemacht, wo sie auch die Frage beantwortet hat, was mit den Spenden ist. Sie hat halt dort geschrieben, dass sie halt nicht weiß, was momentan los ist, weil Aline ihr auch nicht mehr antwortet. Was, leider antwortet sie mir momentan nicht. Ich habe ihr ein paar Mal geschrieben, ich weiß auch nicht, aber falls ich es noch nicht bekommen sollte, sorge ich dafür, dass eure Spenden, die an ihr Konto gingen, dass ihr es zurückbekommt. Bitte keine Angst. Deshalb habe ich ja auch ein eigenes Spendenkonto, da kommt das Geld direkt zu mir. Bitte, wenn ihr spendet, nur dahin. Bei ihr gibt es irgendwie Probleme momentan. Ich glaube nicht, dass es Probleme momentan gibt. Ich denke, das sind bewusst hervorgehobene oder hervorgerufene Probleme, ja. Sie möchte das ja, diese Probleme, weil die 600 Euro schmecken natürlich. Es ist übrigens sehr strafbar, wenn man das macht. Also wenn man für eine Aktion spendet und dann sackt man sich das Geld selbst ein. Ja, keine Ahnung, vielleicht kommt ja doch eine Auflösung, dass das vielleicht dann passiert ist, dass sie die Spenden überwiesen hat. Aber so wie wir Aline kennen, kann ich mir schon vorstellen, dass sie relativ unangenehm mit dem Geld umgeht, sagen wir es mal so. Und man lieber auf ihre eigene GoFundMe-Kampagne spenden soll, damit die Spenden auch definitiv bei ihr ankommen. Denn, wie ich gerade schon gesagt habe, sie sammelt auch gerade Spenden für die Medikamente und alle Kosten, die dazukommen. Wäre auf jeden Fall mega nice, wenn ihr euch da ebenfalls einbringt, verlinke ich in der Beschreibung. Aline Bachmann hat das natürlich gar nicht gefallen und auf einmal konnte sie ganz plötzlich wieder bei WhatsApp antworten, wie das nur passiert ist. Und sie hat halt dann nicht normal über das Thema geredet und gesagt, hey, du hast da was falsch verstanden. Nein, Aline, wie sie halt so ist, hat angefangen, die krebskranke Person, die gerade im Krankenhaus liegt, psychisch am Ende ist und Schmerzen wie sonst was hat, zu bedrohen. Erstmal hat sie geschrieben, dass wenn sie weiter Spenden sammelt, sie auf jeden Fall dem Finanzamt Bescheid sagen wird, um zu schauen, ob sie das Ganze denn auch richtig versteuert. Und wie jedes Mal hat Aline auch hier wieder gefragt, ob Aicha ihre Adresse freiwillig rausgibt, damit Aline eine Unterlassungsklage dahin schicken kann. Alter, ist das ekelhaft. Ey, da ist eine Person, die vielleicht nicht mehr lang zu leben hat, die unter Schmerzen steht, die ganz, ganz viele Probleme gerade eben hat mit ihrem Leben, dass sie überhaupt überlebt. Und dann kommt eine Aline Bachmann und will sie sogar noch verklagen, sodass diese Person, die so schon mit dem Überleben kämpft, sich dann noch um Dinge kümmern muss, wie Anwalt, Unterlassungsklage und so eine Scheiße, um dann noch mehr Druck auszuüben. Ich habe dafür keine Worte. Das ist so widerlich, das ist so unfassbar ekelhaft. Da fällt mir nichts mehr ein, wirklich. Das ist krank. Es ist einfach nur krank. Das muss man sich mal überlegen. So, das Ding ist, ich habe ja auch viele Chats und so weiter gesehen. Und alles, was Aicha gesagt hat, ist halt einfach die Wahrheit. Also, was möchtest du da bitte verklagen? Außerdem hat sie Aicha auch noch damit gedroht, dass sie ihr Instagram-Profil löschen lassen will.
Ja, wie das wohl funktionieren soll, also bisher ist es ja auch immer noch da. Ich meine, das muss man sich einfach mal auf der Zunge zergehen lassen. Wir haben hier eine Person, die seit 2019 an einer aggressiven Form von Blutkrebs leidet. Dazu hat sie momentan Schwierigkeiten, die gespendeten Zellen anzunehmen, beziehungsweise ihr Körper. Ihr geht es psychisch einfach momentan mega dreckig. Sie postet jeden Tag selber, dass es ihr richtig schlecht geht, dass sie Schmerzen hat, dass sie sich die ganze Zeit übergeben muss, dass sie nichts essen und trinken kann. Und eine Aline Schmerzen hat, dass sie sich die ganze Gallenflüssigkeit lässt auch grüßen. Bin fix und fertig. Ich hoffe, das ECP findet statt heute Mittag. Schreie vor Schmerz. Alter. Ey, ohne Scheiß, ne? Ich wünsche das niemand. Das ist so. Krebs ist so eine behinderte, beschissene. Ich weiß, behindert darf man nicht im negativen Kontext sagen. Ist so eine beschissene Krankheit, wirklich. Ich glaube, ich weiß nicht. Hatte jeder in der Familie schon mal so einen Fall? Ich glaube. Also bei mir ist es zumindest öfter schon der Fall gewesen, dass in der Familie jemand Krebs hat und dran gestorben ist. Das ist wirklich ganz, ganz grauenvoll. Und irgendwie das, keine Ahnung, ich hatte noch nie einen Fall, wo es wirklich großartig positiv ausgegangen ist, außer mal bei Brustkrebs. Aber ansonsten immer, immer negativ ausgefallen. Ja, schrecklich, wirklich sehr, sehr schrecklich. Ich hoffe, diese Aisha, oder Aichi heißt sie ja hier, dass sie kann das irgendwie überstehen. Ich weiß nicht, inwiefern da die Überlebenschancen sind, aber das ist grauenvoll. Geben muss, dass sie nichts essen und trinken kann. Und eine Aline Bachmann hat nichts Besseres zu tun, als eine Person, der es gerade so unfassbar dreckig geht, mit einer Fake-Spendenkampagne zu verarschen. Und nachdem Aicha öffentlich sogar einfach nur gesagt hat, dass sie momentan keinen Kontakt zu Aline hat und nicht weiß, was da los ist, wird sie auch noch bedroht und fertig gemacht. Wie ehrenlos kann ein Mensch bitte sein? Ich habe ja, wie gesagt, die Chats sogar gesehen und wirklich Props an Aicha, denn sie ist wirklich die ganze Zeit super lieb und nett gewesen. Also selbst nachdem Drohungen gekommen sind, hat sie gesagt, dass sie darüber reden möchte und wenn sie irgendwas falsch gemacht hat, würde sie sich entschuldigen. Und trotzdem haut Aline da einfach weiter drauf. Wie gesagt, hat sie jetzt eine eigene Spendenkampagne aufgemacht, verlinke ich euch in der Beschreibung. Ich verlinke auch ihr Instagram-Profil, schaut da gerne vorbei, lasst ihr liebe Nachrichten und ein Follow da, würde mich auf jeden Fall freuen. Auch das hilft ihr ein bisschen in dieser Zeit. Das ist übrigens auch nicht der einzige Skandal gewesen, den Aline Bachmann momentan am Start hat. Und zwar wurde ja schon länger darüber gegrübelt, weil Aline das gesagt hat, dass sie bald im Fernsehen zu sehen ist. Aline hat, glaube ich, damals selber gesagt, dass es entweder ProSieben oder RTL 2 ist oder irgendwie sowas. Ja, tatsächlich ist es das jetzt nicht ganz geworden, sondern sie war bei Like Us von der neuen Seite Klick. Weiß nicht genau, was die machen. Anscheinend ist das wieder irgend so eine Streaming-Seite oder so. Also was ganz Neues und Innovatives. Ihr seid die Ersten, die das machen. Auf jeden Fall. Ich frage mich, bei solchen Sachen frage ich mich, wie es solche Sendungen oder Sender übers Herz bringen, solche Personen aufmerksam, also so eine Plattform zu geben. So zu sagen, ey, wir haben so eine neue Staffel, mach doch gerne mit, Aline. Wo man sich so denkt, Alter, die ist ja gerade nur groß wegen Skandalen, ja? Die kauft irgendwelche Fake-Sachen oder betrügt sozusagen noch Firmen. Sie beleidigt, bedroht krebskranke Menschen. Dann sammelt irgendwelche Spendengelder ein, ohne von jemandem irgendwie Bescheid zu bekommen. Und was weiß ich, möchte jemanden einen Traum erfüllen oder einen Wunsch erfüllen, macht das nicht. Das ist so ekelhaft, weil das auch Menschen wirklich verletzt. So, dann, nachdem ein Kind gestorben ist, belästigt sie diese Familie weiter und so. Also, der gibt man doch da nicht noch die Plattform, dass sie auf einem Sender noch Geld bekommt, ja? Es ist wirklich, ich check das nicht. Meine Katze, die randaliert gerade hier ganz mies. Hey, was ist denn los? Hey. Ja, das ist ein richtiges Feini hier. Ja. Gab es dort eine Villa, wo die ganzen Kandidaten zusammen gewohnt haben. Neben KS-Reek oder zum Beispiel diesen komischen Typen, der einmal im Video von Katja Kasavitsch drin war, war dort, wie gesagt, auch Aline Bachmann. Was, KS-Reek war da mit dabei? Ja, mein Beileid. Okay, dann gucke ich es mir auf jeden Fall nicht an. Drin. Und das Ganze ist ein wenig eskaliert. Wer ist denn diese Dame? Einige Personen, die dort in der Villa gewesen sind, haben übrigens später bei Instagram selber Statements gepostet. Eine Person sagt da zum Beispiel Folgendes. Und ich muss wirklich sagen, die hatte also so einen psychischen Knacks, das habe ich auch noch nicht erlebt. Ich habe irgendwie versucht, die selbst schon noch zu therapieren oder zu helfen, aber die war so neben der Spur und ich glaube, die hat wirklich Paranoia, wie man das, glaube ich, sagt. Und bin auch so froh, dass ich diese Nacht überstanden habe und da hoffentlich diese Person nie wiedersehe. Ich glaube, die verdreht auch einiges und es ist aber auch das, was... Hier, guck mal,
Er schreibt sogar noch, wenn man unberechenbar ist und so außer Kontrolle ist, darf man definitiv nie wieder in eine andere Show, meine Meinung. Also das bedeutet, Aline, die spielt scheinbar auch nicht nur einfach so eine Rolle, sondern die ist wahrscheinlich einfach psychisch. Ich weiß nicht, was mit ihr los ist, aber ich glaube, die ist auf irgendeinem Trip. Nicht wegen Drogenkonsum oder sonst irgendwas, sondern ich denke, das ist eine psychische Krankheit, dass sie es schon gar nicht mehr steuern kann. Ne? Ich bin jetzt hier keiner, der Ferndiagnosen stellt, aber wirklich, ich kann mir nicht vorstellen, dass das noch gespielt ist oder sonst irgendwas ist. Ich glaube, diese Person, also diese Aline hat übelste Probleme, aber richtig krasse Probleme. Und Mali, hey, ihr kennt doch diesen Schaumstoff, den man so an die Wand macht, damit das dann gedämmt wird, dieser Sound. Und das habe ich an der Tür und diese Katze nimmt einfach diese Noppen und frisst die einfach. Wie kann man so sein? Wie kann man so sein? Warum macht die das? Toll, jetzt ist das alles kaputt. Tschüssi. Was ich jetzt erstmal heute verarbeiten muss, aber wo ich leider noch nicht mehr drüber sagen darf. Aber wenn es soweit ist, auf jeden Fall. Auch andere haben noch Statements auf Instagram gepostet. Ich blende euch das hier einfach mal ein. Wenn euch das interessiert, dann pausiert einfach das Video, weil das jetzt vorzulesen würde ein bisschen den Rahmen sprengen. Wirklich alle Kandidaten sind sich hier zu 100% einig, dass Aline Bachmann einfach unfassbar widerliche Aktionen dort gebracht hat und ein wirklich sehr ekelhafter Mensch gewesen ist. Und Aline hatte natürlich nichts Besseres zu tun, als sich halt wie jedes Mal wieder in die Opferrolle zu stellen. Hä? Checkst du das? Nee. Was da genau passiert ist, können wir übrigens derzeit noch nicht sagen. Aber es wird allen Anschein nach tatsächlich halt mit ausgestrahlt, was da passiert ist. Das Ganze wird wohl Ende des Jahres passieren. Eigentlich ziemlich klug von Klick, denn ich wette, die haben sich absichtlich Aline Bachmann reingeholt, weil die wussten, dass das eskalieren wird. Ich werde mir das jetzt zu 100% geben, aber nicht, weil ich die Sendung an sich geil finde, sondern nur wegen Aline Bachmann. Also wenn das euer Plan war, dann herzlichen Glückwunsch, es hat geklappt. Aber auch das ist immer noch... Ja, es ist natürlich irgendwo schlau gemacht, weil man wusste, dass es Skandale bringen wird. Aber es ist auch irgendwo nicht schlau gemacht, weil diese Person damit finanziert wird. Das heißt, sie wird noch gefördert damit oder finanziell wird sie noch gefördert damit. Oh, die Katze, ey, wirklich. Also, was ist denn los? Mal noch 2 Minuten Reaction und dann lasse ich dich raus, okay? Weil wir haben draußen Gewicht und das wäre blöd, wenn du jetzt da durchgehst. Ist das in Ordnung? Ja, meine Katze stimmt zu. Ja, nee, aber finanziell die zu supporten ist natürlich jetzt nicht unbedingt der beste Weg, finde ich persönlich. Nicht alles gewesen, meine Freunde. Alpha Kevin hat nämlich ein sehr gutes Video letztens hochgeladen, wo er zeigen konnte, dass Aline Bachmann für eine super unseriöse Seite Werbung gemacht hat. Und zwar für die Seite Luxury Fashion 10. Die verkaufen gefakte Markenklamotten. Allerdings kannst du da halt auch nicht einfach so auf die Seite gehen und halt shoppen, sondern du musst erst dem privaten Instagram-Profil folgen. Und du musst dann auf diesen Shop gehen. Und das Passwort ist, glaube ich, Shopping. Ja, das Passwort ist Shopping und dann kannst du auf die Seite gehen. Ja, das haben mir da noch ein paar Zuschauer geschrieben, dass das Passwort Shopping ist, GG. Dann bekommst du eine Nachricht mit dem Passwort für die Seite, wo du dir dann die Produkte angucken kannst. Das ist so eine gängige Masche von solchen Seiten, denn es ist ja verboten, gefakte Markenklamotten zu verkaufen. Dadurch, dass sie aber nicht einfach so aufrufbar sind, ist der Kreis, die diese Seite kennen, einfach deutlich kleiner und dadurch haben sie auch nicht so ein hohes Risiko, erwischt zu werden und sich dafür vor Gericht verantworten zu müssen. Ja. Mal abgesehen davon, dass das Placement also sowieso schon illegal ist und man sowas halt überhaupt nicht bewerben sollte, hat sich die Seite später über Aline beschwert. Und zwar haben sie Folgendes dazu gesagt. Wir hatten gestern... Ihr müsst euch mal überlegen, diese Seite, die schon so sehr unseriös ist und ekelhaft ist, beschwert sich über Aline. Ja, obwohl die Seite eigentlich schon extrem unseriös ist. Chichi, an der Stelle, das müsst ihr euch mal überlegen. Ich mache mal eine Facecam kurz mal woanders hin, ja, oder beziehungsweise, ich kann es weiter hoch machen. Ich gehe hier runter, ich glaube, das ist besser. Gestern leider eine Kooperation gemacht mit einer Dame, die wohl als Scammerin bekannt ist. Scammerin, Digga, alles klar. Scammerin, yeah. Scammerin Diaz. Tatsächlich habe ich mich über die Person nicht informiert und bin die Kooperation eingegangen. Nachdem sie mich wochenlang hat warten lassen, wollte ich mein bezahltes Geld zurück. Um dies nicht zu tun, hat sie gestern ohne Absprache Stories gepostet und promoted dazu geschrieben. Aline hat also hier auch mal wieder das gemacht, was sie halt immer macht. Sie scammt Seiten, mit denen sie halt zusammenarbeiten wollte. Was eigentlich dabei halt noch ziemlich lustig ist. Aline Bachmann hat selber in ihre Stories gepostet, dass das ja unbezahlte Werbung ist. Obwohl die Seite jetzt ja selber veröffentlicht hat, dass dafür Geld... True. Das hatte ich ja auch mal im Video gesagt. Die haben Aline bezahlt und Aline schreibt unbezahlte Werbung. Anstatt Aline einfach das unwegmacht und bezahlte Werbung reinschreibt, dann wäre alles fein gewesen.
Aber sie macht eine unbezahlte Werbung. Es macht auch gar keinen Sinn. Es ist einfach nur unfassbar dumm und halt auch strafbar in jeder Hinsicht. Geld geflogen ist. Das heißt, auch da hat sie einfach wieder gelogen. Das sind so alle Skandale, die Aline Bachmann momentan mal wieder am Start hat. Wir sehen uns dann in 2 Wochen zu einem neuen 30-Minuten-Video. So viel wie bei ihr passiert. Was sagt ihr dazu? Wie ekelhaft findet ihr ihre Aktion? Und nicht vergessen, die GoFundMe-Kampagne und das Instagram-Profil in der Beschreibung. Checkt das auf jeden Fall ab. Ich würde mich freuen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Okay, thanks, bye. Real Talk, gutes Video auf jeden Fall. Hat einiges nochmal aufgezeigt, auch nochmal, auch Ehre, dass er mich hier nochmal erwähnt hat, aber schon sehr, sehr heftig, was Aline so in letzter Zeit gemacht hat, wirklich. Also extrem widerlich, abstoßend, das mit dieser Frau, die da Blutkrebs hat, es ist einfach nur schmerzhaft, sowas zu sehen, dass es Menschen gibt, die so auf die Gefühle anderer scheißen. Und ja, was willst du noch zu Aline sagen? Einfach an sich eine Person, die man nicht supporten sollte, ne?